natürlich noch auslegen. Kinderwagen haben wir jetzt auch hier. Ha, die Lu steht da. Was ist Lu? Im Pool. Und wie ist es? Gut. Gut, dann. Spanischer Laden. Oh, wir haben so viele Palmen gesehen und Geschäfte. Und morgen schon so angenehm. Weißt du was? Ich hätte mehr kurze Sachen mitnehmen müssen, ne? Ich habe nur einen Rock und hier diese kurze blaue Hose, weil ich dachte, ja, richtig. Ich stehe gerade im Bad, ich mache mich gerade ein bisschen fertig. Also nein, ich mache mich noch nicht fertig. Ich mache nur Zähne putzen und Gesichtspflege. Irgendwie sehe ich heute total vermatscht aus, hier mein Auge. Wie war die Nacht? Furchtbar, Leute. Also die erste Nacht war wirklich furchtbar. Ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt mit Nachbarn. Und ich bin auch so jemand, wenn ich was höre nachts, bin ich sofort wach. Also ich habe das Gefühl, ich bin sowieso ein Mensch, der nicht lebt wie ein Stein. Das kommt wirklich sehr selten vor, sondern jemand, der auch keinen unruhigen Schlaf hat. Aber sobald ich was höre, denke ich halt, es hat was mit den Kindern zu tun oder so, keine Ahnung. Und da werde ich ganz schnell wach. Das Gute war aber daran, dass ich auch schnell wieder einschlafen konnte. Das habe ich ja nicht so oft. Wenn ich nachts wach werde, kann ich oft auch nicht so gut wieder einschlafen. Vor allem, wenn es so oft ist. Ja, was ist passiert? Ich muss mal gleich den Carlos beim Design befinden war. Also, es wurde die ganze Zeit irgendwelche, oh, den hatte ich schon vermisst, irgendwelche Möbel verschoben. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das jemand ist, der oben wohnt oder nebenan. Unten drunter wohnt keiner. So, jetzt noch die Creme. Und ich habe mich gedreht, umgedreht. Wir hatten Mitternacht und es hörte nicht auf. Dann habe ich Kinder gehört. Also, hier sind ganz viele Kinder. Und das ist aber normal. Also, wir haben ja auch selbst Kinder. Und selbst wenn wir keine Kinder hätten, Kinder ist ja halt so. Aber die Nacht war schon furchtbar. Ich habe irgendwann einfach nur abgewartet, bis die Nacht dann durch ist. Also hier dann war ich nämlich dann nochmal wach, weil ich was gehört habe. Und dachte erst, es war was mit unseren Kindern oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, nee, das sind dann irgendwelche Nachbarn gewesen. Ja. Bin aber froh, dass jetzt die Nacht durch ist und wir den Tag starten können. So, ich nehme euch verteilt über den Tag mit. Ja, meine Haut sieht hier aus in dem Auge. Oh, hier die Creme nehme ich noch fürs Auge. Und dann wird erstmal gefrühstückt. Wir wollen noch einkaufen gehen, aber nur so ein paar Kleinigkeiten für den Kühlschrank. Hauptsächlich, damit wir entweder für morgens oder auch abends, wie heißt es, klopft da jemand? Mal Abendbrot machen können. So, ich glaube, ich bin dann jetzt erstmal fertig und später nach dem Frühstück zeige ich euch, was ich anziehe und ja, wer hat denn hier geklopft? Den nehme ich euch einmal mit. Den lasse ich erstmal. So, ich habe geschlafen mit einem Top und mit dieser blauen kurzen Hose. Mir ist es warm. Ich kann euch gerne zeigen, womit wir geschlafen haben. Machen wir doch jetzt mal kurz. Ich habe auch gar nicht, noch nicht das Bett gemacht. Mit hier so einem dünnen Tuch Bettlaken. Wirklich mega warm. Richtig schön, aber also nicht dieses zu warm, sondern warm angenehm. Richtig angenehm. So, ihr Lieben. Genau, die Kinder wollten Müsli essen.
Ja. Du hast gesagt, du sitzt heute neben mir. Ja, genau. Ich komme heute da in die Ecke. Aber ich komme nachher wieder hier. Das ist nur für morgens, okay? Weil jedes Kind möchte mal, dass die Mama bei sich ist. Ja, Karlitza, das Meer entdeckt. Wenn du hier so durchguckst. Ja, ich denke, wo war das? Ah! Das hier noch. Moment, ich drehe mal die Kamera um. Kann man raus? Vielleicht kannst du auch da raus. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist ein roter Punkt, Morde. Ah. Ich dachte, das sieht nicht sehr robust aus, aber. Sieht ja wirklich nicht sehr robust aus. Nee, ich traue mich auch nicht so wirklich. Hier schaut es so aus. Da, oh mein Gott, wir haben mehr Blick. Ich zoome mal ein bisschen näher. Wow. Da ist das eine Terrasse. Ja. Hallo. Hör bitte hier nicht drauf, komm. Komm wieder rein. Ah, so am frühen Morgen schon so angenehm. Weißt du was, ich hätte mehr kurze Sachen mitnehmen müssen, ne? Ich habe nur einen Rock und hier diese kurze blaue Hose, weil ich dachte, ja, richtig schön. Das ist, glaube ich, 1,2 Kilometer überhaupt. Ja, ein Kilometer. Mit dem Auto zu Fuß wahrscheinlich sogar noch näher. Ja, oh, mein Schuh. Richtig schön. Oh mein Gott. Ja. Ja, davon zeige ich euch nachher mehr. Ich esse auch Müsli, du auch? Gleich, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ah, okay. Wie war deine Nacht? Ja, naja, also man hört schon echt viel, muss man sagen. Also, es sind halt echt relativ viele Leute hier so im Gebäude. Ne? Und das ist man gar nicht mehr gewohnt, ne? Ja, aber es ist sehr schön hier, muss ich sagen. Sehr schön. Ja, sehr gut. Mal gucken, wie die andere Poolanlage ist, ne? Ja. Ja, aber war ja gestern richtig weg. Also hier ist auch jeden Tag Programm. Wir haben hier so einen Flyer für die Kinder, für uns. Und, da fährt sogar ein Bus zum Strand, ne? Ja, das genau. Hast du gesagt, zum Shuttle. Ja, hatte ich aber gestern gut schon erzählt. Wir haben ja unser Auto dann, aber sonst ja cool. Ja, aber wenn die Kinder mal gerne mit dem Bus fahren wollen, ja, können wir das ja gerne machen. Er meinte zu jeder Stunde, ne, hat er gesagt, ich glaube, das steht auch hier in diesem Ding. Ist hey, gut. Mal. Ich freue mich. Und auch so die Wohnung, haben wir echt eine tolle Wohnung bekommen, ne? Ja, sehr schön. Und genau so möchte ich das. So stelle ich mir das in einem, in unserem Ferienhaus vor, Morde. Genau so. Ja. Also ein Häuschen, gar nicht riesengroß, mit Pool und dann so Meerblick. Oh, das ist so schön, am liebsten vom Schlafzimmer aus. Das wäre mein Traum. Deutsche Sender. Super RTL. Super RTL. Mal gucken, die Kinder mal fernsehen. Ich meine nur, ich sehe es hier gerade so fertig. RTL ist auch da. Ja gut, die wissen ja, dass internationale Leute immer kommen. Ja. Schmeckt's? Sehr schön. Ja. So, Two Kids Playgrounds steht hier auch. Hier ist noch ein Platz, da ist noch ein Platz. Wir haben noch einen Stuhl, was dazukommen kann. Die Milch ist ganz kalt. Die Milch ist ganz kalt, die kommt aus dem Kühlschrank. Wir hätten die aber ruhig warm machen können. Ja, warm? Richtig. Also eigentlich wollte ich eine kurze Hose mit Rock anziehen. Karls meint, es war ja am frühen Morgen doch noch ein bisschen frisch. Und da wir jetzt ja einkaufen gehen, gut, dann ziehe ich eine dünne Leggings an mit einem T-Shirt. Ja, das ist dann mein Outfit für heute Vormittag. So, ich habe mich umgezogen, ich habe mich ein bisschen zurecht gemacht, mit dem Schrift drauf und die Hose habe ich auch. Ja, so, wir gehen dann hier zum Auto, wir wollen einkaufen gehen. So, ich bin hier das wieder mit ins Auto, das ist total praktisch zum Einkaufen. Ach, guck mal, da kann man Fußball spielen. Cool. Ah, es ist warm, verdammt. Ja. Man braucht gar keine Jacke. Oder? Ich sagte gerade, wir haben unsere Strickjacken nicht hier. Ich habe meine im Auto. Ah, sieht so klasse aus. Was? Warte, ich gebe dir die Hand. Du möchtest auch. Komm. Könnt ihr die Jacken wieder ausziehen? Und hüpf. 1, 2, 3, trau dich. Boah, cool. Ach, ich habe meine Mütze da gelassen, meine Cap. Ist aber nicht schlimm. Oben. Auf dem Bett liegen. Ja, ich glaube, es reicht, oder? Ist aber nicht so schlimm. Ach, die Kinder haben Spaß. So, hier sind Stufen. Moment. So,
wir haben jetzt gerade geparkt, also wir haben Lidl eben gesehen, aber Kachlitz würde gerne woanders hin, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ein spanischer Laden. Ein spanischer Laden. Oh, wir haben so viele Palmen gesehen und Geschäfte und wo wir heute noch alles vielleicht hingehen wollen. Mal gucken, viel los. Ja, aber hier ist schön. Wir waren erst in so einem anderen Shop, also Geschäft, der war vollgeparkt, da konnte man nicht. Deswegen sind wir jetzt das hier hingefahren. Das war ja auch mitten drin, da wo alle Leute sind, ne? Das war so wie so ein, in der Stadt halt, so wie wenn du in der Innenstadt bist, ne, so ein Laden. Ja. So, dann wollen wir. Festhalten bitte. Luisa, magst du mir deine Hand geben? Sehr schön. Und los geht's. Wuhu, wir fahren die Rolltreppe runter. Die kommen wir später mit. Oh, Seemann, da kann ich für meinen Häkelkanal was filmen. Ich wollte ja in Deutschland zum Seemann, jetzt bin ich hier den Seemann, weil wir keinen in der Nähe haben. Ja, so Kinder, wir gehen weiter. Angeschnallt? Okay, Moment, wie sieht's bei Dario aus? Angeschnallt? Moment, die Decke, die hängt dir. Wie süß bist du denn, Dario? Total interessant, die haben solche Kombipakete, wenn du das kaufst, was hier alles drin ist, zahlst du das. Hier genauso. Finde ich ja cool, ne? Ach, cool. Cool gemacht, oder? Aha, ich weiß es nicht, aber interessant. So, wir nehmen hier die Melone mit, die kostet 1,80. Melina möchte gerne Birnen mitnehmen. Wir nehmen für heute Abend noch so Süppchen mit. Einmal Kürbis und was ist das? Zucchini? Mal gucken, wie die schmecken. Dazu gibt es ja dann Brot. So, es geht hoch. Ja, wir haben ein bisschen was gekauft. Ich mache kurz einen Haul aus dem Auto heraus. Sagt man das so, aus dem Auto heraus? So, es geht wieder raus. Ich glaube, wir sind richtig hier. So, Jan zuerst. Also, wir haben hier einmal die Melone, genau, die hat ihr euch gezeigt. Butter, Margarine, Gesalz, das hast du. Melina wollte eine Birne unbedingt. Wir haben eine einzige Birne mitgenommen für 87 Cent. Dann haben wir Hähnchen mitgenommen für heute Mittag. 7,95 Euro Milch. Die Kinder haben sich bunte Popcorn ausgesucht. Dann haben wir Wasserflaschen für uns alle. Jeder kriegt eine. Das sind Joghurts für die Kinder. Ja, die hatte ich schon gezeigt. Das ist eine Suppe. Was haben wir noch? Die Suppe hatte ich euch gezeigt. Dann haben wir hier ein bisschen Schinken. Wir haben einen Orangensaft. Und hier haben wir ein Dessert mit Schokolade, Vanille. Und für uns habe ich noch Chips mitgenommen. Genau, Pizza und was ist hier? Sabor. Sabor de qué? Wie heißt das? Wie heißt das auf Deutsch? Schinken? Schinken, okay. Das war's, oder? Und bezahlt haben wir, wie viel, Carlitos? 35. Circa 35 Euro. Ja, ist okay, oder? Ja. Die Hähnchen. Genau. Oh, wir gehen jetzt zum Seemann. Mal gucken, was ich da so schön das finde. So, ich bin im Auto. Es ist mega warm. Ich muss mich gleich mal umziehen, ausziehen. Wir waren noch Baguettes kaufen. Zwei Baguettes haben wir geholt. Und da waren wir ja bei Seemann, wie ihr gesehen habt. Da habe ich einmal Strumpfhosen gekauft für Dario. Die waren mega günstig. 5 Euro für 2 Stück. Die scheinen richtig toll zu sein. Und vor allem aus Baumwolle. Carlitz hat sich ein T-Shirt geholt. Was hat das gekostet? 3,49. 3,49 aus Baumwolle. Mhm. Richtig schön. Ich habe zum Kauf gesagt, nimm mehr. Mein, guck mal da, mal zeig mal da in den Himmel, wie krass. Einfach keine einzige Wolke. Ich muss da für die Kamera drehen. Wahnsinn, echt dann wie Sommer gerade, oder? Ja, wirklich wie ein heißer Sommertag. Also ich habe eine T-Shirt-Hose, die ist mir zu warm. Boah, ich, mir ist zu warm. Boah, ich, mir ist auch warm. Sogar schon zu warm, ne? Ja, und es ist noch nicht mal, was haben wir denn, 10 Uhr? Keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Uhr. Wahnsinn. Echt? Ich tippe auf 28 Grad also heute. Schon beenden, oder was? Nö, ich filme noch ein bisschen weiter, ja. Kommt ein Auto? Schaut mal da hinten, das ist schön. Und hier ist Lidl, wie viele Häuser da sind. Lidl ist da unten. Ja. Wollt euch auch das so ein bisschen zeigen. Ja, schön hier.
Morgen zeigen wir denen noch viel mehr. Morgen machen wir einen kleinen Ausflug, ne? Ja, so Kreisverkehr gibt es hier ganz viele. So ähnlich wie in Portugal. Aber mag ich, finde ich gut. Ich finde die Lösung gut. Checken, wie das funktioniert, habe ich schon gemerkt. Das ist nicht aber in Portugal gibt es auch viele, die nicht so wissen, wie das Ganze ganz funktioniert. Ich habe hier gemerkt, weil hier wahrscheinlich viele Ausländer sind. Ja, man muss halt auf sich aufpassen und mit Fehler von anderen rechnen, ne? Genau. Aufpassen. Ja. Aber Fahrradfahrer ist hier gar nicht, ne? Nee, ein paar Burger King, 3 Minuten. Viele Fußgänger, ne? Ist auch sehr üblich. Ja, ist echt viel. Viel los. Oh, ja. Ich mach mal da hinten zu. Ja. Habe ich gestern gar nicht erzählt. Weißt du noch, der Typ, der da über die Autobahn gelaufen ist? Ganz ist sauer krass, ne? Wo war der. War das in Spanien oder in Frankreich? Nee, in Spanien, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Aber Spanien, doch, das war ich sagte, die Frau hat ihn aus dem Auto geworfen oder der Bruder oder sonst wer. Unfall haben wir gesehen in Spanien. Oh ja. Oh, wir haben so viel gestern nicht erzählt. Das war heftig. Gestern, als wir hier ankamen. Boah. Das war bestimmt 2-3 Minuten, bevor wir vor da ankamen. Vor uns. 5 Autos waren da. Ja. Das war heftig. Ich finde auch, in Spanien ist viel gefährlicher als in Frankreich. Frankreich ist sehr sicher zu fahren. Ja, finde ich auch. Frankreich hat wirklich top Autobahnen, muss man echt sagen. Das hatte ich gestern auch noch erwähnt. Also wirklich top Autobahnen. Ich habe gestern erzählt, dass man richtig einen Übergang gemerkt hat, wo du so in Spanien angekommen bist. Die Straßen waren direkt guck anders. Guck dir das mal an, wie voll das hier ist. Alles. Ja, hier sehr sind viele 1000 Menschen. Leute unterwegs. Oh ja, pass mal auf, ne? Die laufen ja auch mal über die Straße. Echt krass. Ja, ich wollte das hier so ein bisschen viele zeigen. Bars und Diskos und so. Bars, Diskos, ja, so sehr viel. Bowling war da, hier, Tossa de Mar, da hatten wir auch geguckt, ob wir nicht da vielleicht hin. Hier ist Döner. Ach, war da ein Dönerladen? Dr. Döner nennt er sich. Das ist cool. Und wir hatten auch schon irgendwas gelesen mit Frankfurter Wurst oder so. Ist das ein Doppeldeckerbus? Ich glaube nicht. So ein Ding mit 2 Etagen. Ich glaube, der war jetzt keiner. Und der hier? Hey, ist echt viel los. Guck das mal an. Ja, oh, da oben. Das sieht so hammer aus. Erinnert mich ein bisschen an Madeira, muss ich mich sagen. Mich auch, an Madeira, so ja. Und da so viele Palmen und so, ne? Noch ein bisschen, Madeira war noch ein bisschen schöner, muss man sagen. Ne? So fand ich noch krasser, weil das noch spezieller ist. Ne? Aber es ist sehr schön hier. Also, was ich jetzt so gefällt sehe. Gefällt uns sehr, auch. Sehr schön. Also, sogar hat unsere Erwartung übertroffen. Sehr, sehr. Ne? Es ist rot. Mal, so ihr Lieben, jetzt habe ich euch genug gezeigt, oder? Und auch gestern Nacht, ne, muss man sagen, wie voll das hier war. Das war ja richtig hier Leben. Ne? Ja gut, wir sind ja auch in einem Städtchen, ne? Es ist kein Dorf. Ja, es ist so auch sehr beliebt, ne? Ja, genau. Ja, ein Urlaubsort. Da ist eine bunte Bank. Eine bunte Bank, Urlaubsort auch für Spanier, ne? Man sieht hier sehr viele Spanier. Das wir sind, sind auch viele Spanier, die Urlaub machen. Sehr viele, die hinkommen, die halt wahrscheinlich die vielleicht in Madrid oder so sind, weißt du, und dann wollen sie halt am Strand. Ja, auch so, du siehst hier fast nur spanische Autos. Es sind nicht so viele ausländische. Siehst du mal, aber nicht viel. Das ist jetzt nicht so extrem. Vielleicht im Sommer ein bisschen mehr, ne? Ja. Kann sein, dass es im Sommer ein bisschen voller so, ist. So, dann filme ich nachher weiter, ne? Ja. Oh, shit. Ihr Lieben, ich habe meinen Badeanzug angezogen. Wir gehen jetzt zum Pool. Ich filme so ein bisschen. Und melde mich etwas später nochmal. Genau. Ja, gut, nehme ich mit. Ich habe meinen Badeanzug an. Und hoffe jetzt, dass die Kinder ganz viel Spaß haben. Aber das werden sie mit Sicherheit haben. So, ich habe es mir jetzt hier so bequem gemacht. Ich noch auslegen. Kinderwagen haben wir jetzt auch hier. Ha, die Lu steht da. Was ist Lu? Wieder? Im Pool und wie ist es? Gut. Gut, dann wollen wir. Luisa, ich gehe mit Luisa auch, ja. Wird das Wasser kommen? So, ihr Lieben, die Kinder, die haben unfassbar viel Spaß. Die sind hier am Planschen. Dari läuft da mit Luisa. Will die überhaupt da? Was macht ihr? Dario ist gerade eingeschlafen im Kinderwagen. Oh, die Sonne macht einen müde. Das Wasser ist kalt, muss man sagen. Für die Kinder ist es schon sehr kalt. Auch wenn es so heiß ist. Zum anderen Pool. Ja, machen wir heute nachher oder ne? Morgen, genau. Je nachdem, wie es passt. Ja. Nicht machen, Schatz. Ja, ich liege jetzt hier, ich wollte mich jetzt hier ein bisschen sonnen. Ich dachte mir, komm, halb, die Beine in der Sonne. Ich nicht so ganz in der Sonne, aber ich glaube, die Sonne, es rutscht immer weiter. Also die wandert immer weiter, die Sonne knallt so richtig.
Ja. Es ist richtig schön angenehm. Wir genießen. Akku voll tanken. Also wirklich. Ich kann hier so richtig entspannen. Echt cool gemacht für die Kinder. Ich sag mal, wie schön. Oder auch hier das. Richtig toll. Die Schildkröte. So, wir gehen aber jetzt rein essen, ne? Ja. Dann kommt. Ihr Lieben, so, wir sind jetzt im Haus oben. Wir essen jetzt was später. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon unfassbar viel gefilmt. Kann auch sein. Auf jeden Fall möchte ich nicht, dass die Videos länger als 20 Minuten sind oder werden, weil sonst ist es extrem lang. Ich bin gerade auf dem Balkon. Oh, dieser Strand da hinten. Ich muss auf jeden Fall zum Strand. Morgen gehen wir da auf jeden Fall hin. Ja, wir essen jetzt ein bisschen Hähnchen, hat man ja gekauft, genau. Und dann werde jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Morgen machen wir einen Ausflug. Da haben wir, also wir haben es für morgen geplant. Mal gucken, wie das Wetter ist, aber ich denke, es wird gut. Wenn es zu warm ist, dann ist es nichts. Ja, aber dann kann man ja auch am Abend hin, ne? Genau. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.